Tagchen und Hallöchen mit dem Butterchen hier, diesmalchen. Ja, mit der Butterchen. Übrigens, weißt du noch, wo ich letzte Mal wollte ich ja mich umskillen? Vor Ort hier. Und das Ding noch nicht, ne? Dann hatte ich dort doch freigeschalten und ging nicht. Und jetzt hat mir einer geschrieben gehabt, von wegen, dass man das nicht hier in diesem Vermächtnis-Ding findet, sondern direkt, wenn du jetzt auf Talente da gehst, also nicht Talente, sondern Gefechtsgeschicke, ja, da wo dieser Skillbaum ist. Da steht jetzt bei mir unten drunter aufgeben. Ach. Wir müssen nicht darüber, wo willst denn du hin? Bin gerade gestorben. Ja. Mein Charakter rennt! Also aufhören mit Rennen! Oh, ich hasse es. Für mich sah das so aus, als hätten wir da rüber müssen. Nicht mal ansatzweise, weil laut meiner Karte ist da Schluss. Aber da kannst du da, wo du bist, jetzt dann mal. Warum leuchtet noch... mein Handy nicht? Wüsste ich nicht. Wieso sollten das leuchten? Weil die Stoppuhr aus war. Und wenn die Stoppuhr aus ist, leuchtet mein Handy nicht. Heute ist wieder so ein Tag, wo ich mein Handy hasse. Neues Handy, du hast das jetzt schon. Ja. Das ist permanent am Klingeln. Also manchmal gibt es so Tage, da denke ich mir so, okay, heute ist schön chillig ruhig. Du weißt durchaus, wie man kämpft. Und heute ist wieder so ein Tag, ey, da möchte ich am liebsten mein Handy ausschalten. Weil so viele Leute schreiben. Hm. Und ich mit dem Monk. Mit dem Monk? Und dann noch so eine sinnlosen Sachen, ja. Was ist denn mit dem Monk? Na, mit dem Monk mischen. Sagt man doch so. Ja, ich kenne das Wort gar nicht. Genau, und dann schickst du mir noch, während wir reden, mir irgendwelche Sachen, wo ich dann gezwungen bin, mit meinem Handy auch noch online zu gehen. Was wiederum die Leute animiert, mir erst recht zu schreiben, weil ich online war. Warte mal. Musst du hier nicht noch über die Türen was kaputt machen? Ja. Naja, nicht, dass du hier rausgehst und dann die gute Bonus da. So, jetzt wolltest du noch was sagen. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Oh, ey. Naja. Irgendwas mit Mittenmonk. Mittenmonk. Was ist das hier eigentlich? Das verstehe ich überhaupt nicht. Weiß ich jetzt ja auch nicht. Ich will ihn erstmal kaputt machen, aber trotzdem. Moment, was ist das hier? Kann ja nicht verkehrt sein. Oh. Ja. So viel Stiegen. Ja. Weiß ich nicht, ob da was kommt. Eventuell nicht. Nee. Toll. Was ist denn hier los? Warum sind die Leute hier nicht unterwegs? Was ist denn mit dem faulen Pack hier? Ich hab's doch auch nicht. Drei Leute, nichts zu tun gehabt. Skandal. Sperrbezirk. Skandal um Rosi. Wenn du das sagst. Was macht er? Die Auslöschungsbemühungen an Bord der Das habe ich mir auch gefragt. Mittlerweile weiß ich's. Als geplant. Es erscheint mir überflüssig, die Überreste meiner Opfer wegzuräumen. Aber du Geduld haben. Effektive Warnung dienen, sich nicht auf unser Schiff zu schleichen. Aber Master Vortina war in der Sache ziemlich nachdrücklich. Also wird das Schiff bei ihrer Rückkehr in tadellosem Zustand sein. Du hörst ja nicht die Gespräche an, ne? Fällt mir gerade auf.
Habe ich noch Wenn nie die hier. gemacht. Doch, habe ich hier gemacht. Ich habe mir mal dein Handy gestellt und ihnen zugehört. Und ich sehe, ich renne einen völlig falschen Menschen hinterher. Das ist die alte Welt, wie sie die meisten Hier steht Bewohner sie. von Sakul kennen. Ein Ort, um sich mit dem Gesindel anzulegen, um daheim davon zu prahlen. Eine einzige große Party. Ich habe einen Kontakt in der Nähe, aber ich muss alleine gehen. Ich komme mit euch. Informanten und Fremde sind keine gute Kombination. Es wird nicht lange dauern. Ja, hier war ich vorhin auch schon. Bin immer weiter gerannt, immer weiter. Und dann war ich erstmal stehen geblieben und erstmal sondiert. Da waren drei Leute und nicht einer davon warst du. Du bist ein Drops. Na, ich war gerade im Fluss. Ich habe mir heute Puzzle geholt. Puzzle? Jetzt darfst du mich auslachen, meine Zuschauer. Puzzle? Puzzle, ja. Ich wollte schon Ewigkeiten mal puzzeln. Und habe mir jetzt welche geholt. Jetzt, welche auch gleich? Ja, gleich mehrere, ja. Ich glaube, acht. Also, da sind dann immer so eine Kinderpuzzle, wo sie dann so eine vier große Vierecken. 1000 Teile oder so, keine Ahnung. 1000 Teile. Ich war. Hab's mir noch gar nicht angeschaut. Ich war schon mal in deinem Zimmer. Wo haben denn da 1000 Teile Platz, sag mal? Auf dem Fußboden. Im Fußboden. Ja, hoffentlich rennt der Hamster damit nicht weg. Hey. Ich stell mir das gerade vor, wie der da mit so einem Puzzleteil umher da wandert. Nein, das macht der Mozi nicht. Macht er nicht? Nein. Gib dem mal ein. Nee, dann frisst er das bloß. Ja, aber auf jeden Fall trägt er das erstmal weg. Der schleppt das mal weg, ja. Na, siehst du. Die alte Messi erstmal haben. Ich wollte schon immer mal die alte Welt besuchen. Wer hätte gedacht, dass ich jetzt die Zeit dazu habe? Herrlich. Ihr hättet durchaus erwähnen können, dass Senja die Mutter eurer Kinder ist. Ich wollte sehen, was sie tun würde. Letztendlich hat sie sich dazu entschlossen, euch und euren Verbündeten zu vertrauen. Das war kein Vertrauensbeweis. Sie wusste, dass Heskal etwas sagen würde. Ihr seid immer so schrecklich zynisch. Aber wenn ihr das glauben wollt, werde ich euch nicht daran hindern. Ein Prioritätsruf für die Hohe Richterin Valen. Sie wird wissen wollen, wen ich gerade entdeckt habe. Oh oh. Brauchst du einen neuen Timmy? Gar nicht gut. Was denn? Ja, dass ich hier ausspioniert werde und hier fragen werde. Das war. Ich hab das akustisch nicht verstanden. Dass ich ausspioniert werde und dass ich hier verraten werde.
Ah, okay. Ja, das ist nicht nett, nee. Schon weiter heran, wo bist du denn jetzt? Ich wollte schon die Gruppe zusammenrufen, aber das ging irgendwie nicht. Ja, richtig, genau. Richtig. Nicht, ich war bei der Händler. Mann, Entschuldigung. Nicht so schlimm. Ich warte doch. Meine Pferde, Schluss damit! Befehl vom imperialen Bergungsdienst. Aha. Wisst ihr Und dann Bescheid? sagt der Robi, ja, okay, hast du recht, war mein Fehler. Ja. So, jetzt hab ich mir erstmal geplündert. Oh, ist nicht gut, ich sterbe. Oh. Ganz schön ruckelig hier. Naja, aber hier, guck mal, hier liegen die ganzen Toten und die nicht weg. Das ist, wenn die hier kommen. Das war's. Fehlt da nicht noch ein großer Droide? Ich habe ein paar neue Freunde gefunden. Könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich bin unterwegs. Nee, der kriegt hin. So eine Ansammlung von Leichen stellst du dir jetzt dann noch auf Drom und Kaas vor, Ja. wo die ganzen Das ist schon ein Haufen Neuankömmliche Leute, kommen. ja. Ich war da mit meinem Kopfgeldjäger vorhin ja, den gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Mit meinem neu erstellten Kopfgeldjäger. Ich wollte noch einen männlichen haben, der mal mit Makro ein bisschen rummacht. Ich brauche ja auch Um mal einen Gottes Stecher. Willen. Ist ja nun Sieht ganz. geil aus, wa? Alter, mir kribbelt's in den Beinen, das ist ja nun gar nicht schon meine Höhenangst. Ich habe ja real richtig Höhenangst. Hier drüber zu laufen war gerade für mich die Hölle. Ach. Ohne Scheiß, es kribbelt immer noch in meinem Bein. Ich hab hier Boah. gestanden und dann so runtergeguckt, so und geil. Hab ich Guck auch mal, da ist gerade. ein Kampf. Da ist ein Kampf. Komm mal her, guck mal. Ich seh's doch. Na, komm mal hier hoch. Ja, Mann. Ja, das ist ein Spiel, Mensch. Ja, aber sag das mal meinem Hirn. Was Mein sind denn Hirn deine sagt da ganzen anderes. Gefährten denn? Das frage ich mich schon die ganze Zeit, wo die sind. Faule Pack. Die waren doch gerade noch hier gewesen. Meine? Ja. Ich glaube, ich renne die ganze Zeit schon ohne rum. Nö, da war doch dieser Droide, der T7. Ach ja, stimmt. So, ja, ich hab den und ich spiel die eigentlich ja nicht hier. Oder vielleicht der mit dir fehlt. Wer war das? Herolde von Sildrock. Heroin? Kultisten, die auf die Rückkehr eines mystischen Schlangengotts warten. Früher waren sie nur ein Ärgernis, jetzt sind sie militant. Eine tolle Show! Absolut Elvis! fantastisch! One for the money. Two for the show. Ach, das ist der Sakul-Salonlöwe. Geil. Typen kommen nicht ganz ereignislos, ohne Not. Sie kommen her, um etwas zu fühlen. Irgendetwas. Das seid ihr ja. Ihr lasst Herolde auf mich los, Rack?
kein schlauer Zug. Damit habe ich nichts zu tun. Die Herolde haben jetzt das Sagen in der alten Welt. Sie haben eine Abmachung getroffen. Mit Arkan? Was für eine Abmachung? Die Herolde halten die Kriminellen im Zaum und die Ritter bleiben draußen. Wenn ihr bleibt, werden sie mir die Schuld geben. Ihr müsst verschwinden. Sagt mir erst, wo ich die Herrin der Leiden finde. Soll das ein Witz sein? Lieber lasse ich mich von den Herolden erwischen, als von der Herrin der Leiden. Und wo stehe ich auf dieser Liste? Was? Ihr wisst, wozu ich fähig bin, Rack. Oder soll ich euch nochmal daran erinnern? Keine Antwort? Das betrachte ich als ein Ja. Wartet! So wartet doch! Ich wollte sagen, dass ihr euch nicht mit der Herrin anlegen solltet. Aber hey, es ist euer gutes Recht. Wir waren doch immer ehrlich zueinander. Ihr müsst mich nicht schlagen. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wen ihr fragen müsst. Es gibt eine Datenhändlerin bei der Marktstation, Mona Gale. Sie arbeitet regelmäßig mit der Herrin zusammen. Mona Gale, in Ordnung. Es gibt doch jemanden, der heißt Clyde. Gehen wir. Vorname. Clyde Gale. Ich finde diesen Namen sehr gelungen. Gale. Rate, wen ich gefunden habe. Drei Pickel auf der Stirn. Direkt unter unserer Nase. In der nee, nicht auf der Stirn. Alleine. Oh nein. Das Beste kommt noch. Mutter ist auch hier. Das ratende Jörn. Wollen wir mal Hallo sagen? Warum sollten sie fliehen, nur um zurückzukommen? Lass sie tun, weswegen sie hier sind. Ich sorge dafür, dass sie nicht trödeln. Es schneit. In Berlin schneit es. Ja, am 22. November zu 15.45 Uhr. Bei uns hat es vorhin schon geschneit, aber nur ganz leicht. Ich habe aber Bilder schon gesehen aus unserem ländlichen Brandenburg hier von irgendwo. Ich weiß ja nicht, wo es war. Da lag schon richtig dicke Schnee. Ich nicht aus Brandenburg, aber aus westlicheren Gegenden von Deutschland habe ich Bilder gesehen. Von diversen Freunden. Da lag richtig Schnee. Da war schon richtig Winter. Furchtbar. Ja, Judy. Wird langsam. Wird langsam. Ich werde jetzt die Folge hier beenden, weil es sind schon 17 Minuten und ich werde jetzt rausgehen, einen Schneemann bauen. Also, bis demnächst und habt euch wohl. Tschüss.